Ja, was heißt Megatrend Gesundheit? Das ist ganz einfach. In der Vergangenheit war Gesundheit oft einfach die Abwesenheit von Krankheit. So, heute betrachtet jeder Gesundheit als ein ganzheitliches Thema. Das heißt, gesundes Leben, gesunde Ernährung, gesunder Arbeitsplatz. Wir betrachten das Ganze ganzheitlicher. Und das hat natürlich Auswirkungen auf die Konsumgewohnheiten und die Nachfrage der Verbraucher und dadurch natürlich auch bietet es viele Opportunitäten für die Industrie. Naja, die Industrie und der Handel können in vielfacher Hinsicht von diesem neuen Megatrend profitieren. Zum Ersten, es ist eine gestiegene Marktnachfrage da. Das heißt, man kann sehr viele Produkte und Dienstleistungen unter der Klammer Gesundheit vermarkten, ausloben, anbieten. Ob das Bio-Nahrungsmittel sind, ob das Nahrungsergänzungsmittel sind, ob das Fitnessgeräte oder Wellness-Dienstleistungen sind oder ob das Wearables sind. Die Möglichkeiten sind hier wirklich fast unbegrenzt, wenn man mit entsprechender Marketing-Kreativität an die Sache rangeht. Zweitens Innovation und vor allen Dingen Differenzierung. Idee. Jeder redet heutzutage von Supply Chain Transparenz und brüstet sich damit, Fair Trade Preise zu bezahlen, unter fairen Bedingungen herzustellen, regional zu sourcen. Wie wäre es denn damit, wenn sich Unternehmen damit herausstellen, dass ihre Produkte unter der Berücksichtigung von gesundheitserhaltenden Maßnahmen ihrer Mitarbeiter hergestellt worden wären, also keine Chemie, keine Belastung während den Arbeitstätigkeiten in der Produktion. Diese Dinge hat einen Vorteil fürs Employer Branding, aber auch ein Alleinstellungsmerkmal im Marketing. Ja, Stichwort Employer Branding. Unternehmen, die Gesundheit ihrer Mitarbeiter am Arbeitsplatz in den Vordergrund stellen, die punkten natürlich beim Employer Branding, denn solche soften Faktoren sind heute diejenigen, die als erstes über Mund-zu-Mund-Propaganda weitergegeben werden. Und das hat natürlich einen positiven Impact, nicht nur auf potenzielle Arbeitnehmer, die das Unternehmen sucht, sondern vor allen Dingen auch auf die Kunden, die solches Verhalten heute zu schätzen wissen. Ja, und das Ganze hat natürlich einen angenehmen Nebeneffekt, denn wer auf die Gesundheit seiner Mitarbeiter achtet, der hat gesündere Mitarbeiter, der hat weniger Abwesenheiten und der hat produktivere Mitarbeiter. So, und jetzt kommt sogar noch obendrauf, wer gesündere Mitarbeiter hat, der hat weniger Kosten, ist doch ganz klar. Ja, Ausfalltage kosten Geld. Und jeder Finanzer kann das bestätigen. Entweder ich muss Rückstellungen für Ausfalltage bilden oder ich muss Ersatzpersonal für die ausgefallenen Arbeitstage beschaffen, wie man auch immer es dreht und wendet. Krankheitstage kosten das Unternehmen Geld, sehr viel Geld. Ja. Wenn man bedenkt, dass die Nummer 1 Ursache für Abwesenheiten in den letzten 10 Jahren Rückenprobleme waren, dann kann man ableiten, dass man die relativ leicht beheben kann. Man muss nur dafür sorgen, dass die Menschen einen ergonomischen Bürostuhl haben. Und man kann ja vielleicht dafür sorgen, dass man dreimal am Tag mit dem Betrieb 15 Minuten Bewegung macht, eine Pause nimmt und gemeinschaftlich ein bisschen Bewegung macht, über den Hof geht oder im Büro ein paar gymnastische Übungen macht. Das tut jedem gut, hebt die Stimmung und reduziert die Abwesenheitstage. Natürlich gern. Vielen Dank. Mein Name ist übrigens Uwe Rembohr. Ich bin Interim Executive für Restrukturierung und Vertriebsoptimierung.